So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich kaufe einen Gegenstand bei einem Charakter. Ich versuche das Ganze hier zu machen, weil da eigentlich ziemlich wenig los ist. Natürlich hat es auch mit Glück zu tun, ob Dummy da ist, wo man halt diese Pump kaufen kann. Ich hatte nämlich jetzt gerade eine Aufnahme, da war der gerade zufällig natürlich nicht da. Man kennt das Glück ja. Und ihr wisst ja, ich werde alle Aufgaben hochladen wieder. Wenn ihr mich wieder supporten wollt, gerne meinen Creator-Code eintragen, yt-familyhack. Und natürlich auch gerne ein Like da lassen. Wenn auch kein Abonnent ist, gerne ein Abo da lassen. Und vor allem, kommt gerne in die Livestreams rein. Wir machen halt Custom-Games mit Monatsbesten. Und mal gucken, wie der Monat so läuft. Vielleicht haue ich da an den Monatsbesten, beziehungsweise die besten drei, ein bisschen was raus. Also einfach mal vorbeischauen, kostet ja nichts. Und in dem Sinne, gucken wir jetzt einfach mal, ob die Aufgabe diesmal funktioniert. Wie gesagt, eben Pech gehabt. Da war der Bot nicht da. Aber wir versuchen unser Glück einfach noch einmal. Wie gesagt, ihr wisst ja selber, wo ihr immer eure Sachen kauft von den Charakteren. Also es muss nicht der sein, aber hier finde ich es gerade persönlich am sichersten. So, weil die meisten werden, denke ich mal, eh in Pleasant Park landen. Obwohl der Ort hier außen ja gar nicht mal so schlecht ist. Ihr könnt hier in dem Haus looten. Da ist doch eigentlich diese Medikit-Tante drin, meine ich. Ich weiß aber nicht, ob die Medikits verkauft. Keine Ahnung. So, gerade mal gucken, ob der hier da ist. Weil der andere hier oben verkauft nämlich nichts. Ah, er ist da. Da. Jetzt schnell sein. Schnell sein. Zack, zack. Eine Waffe gekauft. 250 Waren ausgegeben. Wie ihr seht, kaufe einen Gegenstand bei einem Charakter. Ganz easy. Und das war's eigentlich schon mit der Aufgabe. Wie gesagt, wenn ich euch damit helfen konnte, gerne ein Abo da lassen, gerne ein Like da lassen, gerne einen Creator-Code eintragen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wahrscheinlich schon in der nächsten Aufgabe. Und in dem Sinne, euch noch einen schönen Tag und haut rein.